Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Batman Arkham Knight. Der letzte Teil der Trilogie ist endlich erschienen und das Spiel ist Hammer. Es wird einfach so genial und ich habe heute Nacht eigentlich darauf warten wollen, bis es rauskommt. Bis 4:01 war es leider nicht online gestellt, ich denke schon erst nach 1 Uhr. Da ich heute um 6 Uhr wieder zahlen musste, konnte ich es nicht mehr länger warten, darum habe ich es jetzt verschieben müssen. Ja, ich werde jetzt die Folge aufnehmen, dann heute noch online stellen und ja, am Morgen geht es dann weiter mit Batman Arkham Knight voraussichtlich täglich. Und ich hoffe, es wird sich so spannend, wie ich es mir vorstelle. Gut, dann würde ich sagen, starten wir gleich mal. Ich habe vorhin schon mal begonnen, um es auszutesten, wie es geht. Ich lösche das Spiel mal normal. Genau. Und starte jetzt das Spiel. Und schalten wir ein. Man weiß ja nie, Tipps an. Okay, großer Lastberg, alles gut. Okay. Jawohl, alles klar. Speicherung wird mit dem Symbol gezeigt, wie bei Herdinger auch. So, neue Story. Ich kann ganz kurz schauen, ob die Nvidia-Grafische drin sind. Alles an gut, sehr gut. Okay. Ich spiele ein Gamepad. Bitte als Prüfung? Nö, mach mir nicht. So. Warte mal, da war noch was. Spieloptionen. Was für Spieloptionen gibt's denn da? Flugsteuer umkehren, an, Jäger, Tipps, Vibration, Helika, Kameraassistent, Sicht umkehren, aus. Okay, nee, das ist schon gut so. Gut, dann starten wir Spiel. Viel Spaß. Ich bin mal ruhig. Nee, Scherz. So, Eyelasher mit A. War's das schon? Achso, ich muss draufbleiben. Das war ein bisschen leiden, der Kerl. Schaut krass aus. Soll ich so ein Licht lassen, so halber weg? So, ja. Beleuchtung. Ich gebe Vollgas, mal schauen, was passiert. Okay, jetzt kann ich nicht mehr bremsen. Oder doch? Oh krass! Die Haut löst sich ab, ey. Ist ja krass, ey. Oh, das ist ein Folter-Simulator. Okay. Okay, jetzt ist vorbei. Aber die Zähne bleiben weiß. So hat es sich abgespielt. So ist Batman gestorben. What? Das war doch Joker. Vor 9 Monaten wurde der Joker eingeäschert. Ich habe den Knopf selbst gedrückt und den Mistkerl verbrannt. Und dann warteten wir. Gotham rüstete sich für den unvermeidlichen Machtkampf. Doch er kam nicht. Die Kriminalität ließ sogar nach. Aber ich wusste, dass ein Krieg bevorstand.
Ich wartete nur darauf, dass jemand den Abzug drückte. Danke. Kein Problem. Oh, danke sehr. Und? Was darf sein? Das Übliche? Sicher. Okay, Hähnchensalat ohne Dressing. Nein, ich nehme doch Waffeln. Mit Speck. Erzählen Sie es nicht meiner Frau. Wie Sie meinen, Officer. Oh, und falls Sie mehr Kaffee wollen, rufen Sie einfach. Sieht schon super aus, das Spiel, muss ich zugeben. Lass sie beim Essen zerstören, Officer Owens. Aber da drüben in der Ecke sitzt ein Kerl und raucht. Warten Sie hier, ich kläre das. So, mal schauen, wie die Steuerung ist. Okay. Ich versuche mal mit dem Gamepad hier zu spielen, weil ich eigentlich davon ausgehe, das Spiel sehr einfach mit dem Gamepad zu steuern wäre. Wahrscheinlich. Wollen Sie sich den mal ansehen? Er sitzt da hinten. Na okay, schauen wir uns mal. Was ist das für ein Typ, ey? Batman-Fan und wie? Scheiße, was liest er sich dann? Keine Ahnung. Aber ich hatte keine Angst. Ich bin Batman. Ja, du bist Batman, klar. Klar, klar, klar. Das ist ein schräger Typ, mir sehe ich, ne? Was ist das da vorne? Ist die Halloween? Okay. Ess mich. Nee, danke. Guck, ich suche einen Typ mal. Ein Typ, der raucht. Kann das denn sein? Oh, da raucht was. Okay. Tu mich nur konfrontieren, damit dass er wohl aufhören soll zu rauchen. Verzeihung, Sir. Sie dürfen hier nicht rauchen. Oh, Scarecrow? Sieht verdammt nach seinem Gift aus. Halluzinationen hat mich schon jetzt. Gott hier. Das ist so krass, das sieht, man denkt, das sind alles Zombies. Da meistens sind die normalen Leute, die gegeneinander jetzt losgehen. Du Kacke. Ich kann schießen. Ja, er wird erwischt. Einer erwischt. Was? Oh! Okay, der kann nicht mehr ausweichen. Krass, ich kann sich selber abschießen sogar. Okay, ist das gescriptet so? Muss das so sein? Scheint so. Diese Demonstration hat nur 150 Milliliter meines Gifts verbraucht. Morgen wird das wie ein Kinderstreich wirken. Gotham, das ist die einzige Warnung. Gestern waren noch 6,3 Millionen Einwohner in Gotham City. Heute nicht so viele. Auf den Straßen befinden sich nur noch Leute, die das Chaos lieben. Gothams Beste.
ist das Pinguin und Two-Face, Kriminell. Klar. Bekannte Gesichter. Und Schlimmeres. Wer sich im DC-Universum zurechtkennt. In nur 24 Stunden verloren wir die Kontrolle über die Stadt. Heute hofft Gotham auf einen, der uns alle retten soll. Ja, das Batman-Zeichen auf dem Gotham City Police Department und hier ist Batman. Der Akteur des Spiels, der Held, der den Ganoven in den Arsch treten wird. Ja, vielleicht ganz kurz noch zu diesem Szene, wo es hieß, heute weniger. Das ist auch so ein Ding. Bei den vorherigen Teilen wurde das Ganze erklärt, wieso so wenig Leute aus der Stadt sind, weil sie Ausgangssperre bekommen haben. Und hier sind sie auch aus der Stadt ausgerissen. So müssen sie weniger Leute eigentlich im Spiel einfügen. Und trotzdem erkläre ich, wieso die Stadt so leer ist. Bis auf die Ganoven wahrscheinlich, die dann auftauchen werden. Gut, gleich mit A. Boah, sieht krass aus. Ja, ich habe ja jetzt die GeForce eine bessere Grafik hier drin. Mit realistischem Regen und so weiter. Und gleich schon, ja. Okay, cool. Greifhaken. Oh, das ist krass. Okay. Wir hören anscheinend, was um uns herum passiert, in welcher Gegend. Klettern mit RB, was? Herumklettern? RT und B. Okay, alles klar. Dann schauen wir mal, dass wir hier irgendwie keine Interaktion. Da ist eine. Ja! Krass, wie weit wir uns ziehen können. Warum kannst du nicht einfach seinen verdammten Namen sagen? Tu nicht so, als hättest du keine Angst. Okay. Batman. Da, ich hab's gesehen. Ach, schau mal, komm ich schon, Gordon. Ich bin froh, dass du heil rausgekommen bist. Entschuldige, ich muss los. Sei vorsichtig, Barbara. Wie immer ein gelungener Auftritt. Wie läuft die Evakuierung? Der letzte Bus hat die Stadt vor einer Stunde verlassen. Ich bin froh, dass meine Tochter rechtzeitig raus ist. Jetzt fängt die richtige Arbeit an. Irgendwas über Scarecrow? Wir verfolgten ein unbekanntes Militärfahrzeug, das durch Chinatown raste. Es war unsere einzige Spur heute Nacht, ist uns aber entwischt. Wegen der Evakuierung haben wir nicht genug Personal in der Stadt. Wenn ihr es findet, sollten deine Männer nicht näher ran. Ich kümmere mich drum. Glaubst du, dass Scarecrow wirklich so krank ist, eine Chemiewaffe in Gotham zu zünden? Das werde ich nicht zulassen, Jim. Falls du mich erreichen musst, wird eine lange Nacht werden. An alle Einheiten, 1033 im Sektor 2. Vermisster Streifenwagen, Einheit 247, vermutlich Officer am Boden. Hey, Batman. Jedes verdammte Mal. Ja, so ist es halt. Eigentlich aufgepasst, schon hat man seine Pferde verloren. Oracle, wie ist die Position von Einheit 247? Bin schon dran. Wie geht's meinem Dad? Er hält durch. Irgendwie macht er das immer. Okay, ich schick dir die Position des Wagens. Sei vorsichtig, da draußen sieht's nicht gut aus. Sehr schön, ja. Dann schauen wir mal, wie wir hier vorankommen jetzt. Am besten gleiten wir einfach mal. Ich würde gerne mal einen Kampf machen. Seltsam. Gefällt mir nicht. Sind wir irgendwelche Typen hier? Okay.
Hinten müssen wir. Da unten sind welche. Was für Typen? Ja, das ist Batman. Boah! Boah, da hab ich voll umgehauen. Warte, warte, warte! Achso, da kann ich rüber, wegspringen, alles klar. Cool, also Kampfsystem gefällt mir jetzt schon. Muss ich zugeben, das macht Laune. Und wieder hoch. Ist ja cool, dass Batman sich überall hinschwingen kann, wenn er gerade möchte. Ich habe mir einen kurz in die oberen Position hier. Klingt echt fies. Lass uns das ansehen. So, und weiter. Nein, bitte! Die Stadt gehört euch nicht mehr. Du hättest auch fliehen sollen, Bullenschwein. Du hättest dich nicht mehr ein Held aufspielen sollen. Oh, stopp! Was du noch mehr, Schwein? Ich mach nur ihn. Okay. Jetzt hier antippen. Oh, was? Spezialkombo? Ah, ich seh schon. X-Men. Boah. Boah, das wird echt viel Kombination hier. Oh, ich hab gar nicht auf Clip genommen. Ja. Sehr schön. Helfen den Typ hier, wahrscheinlich. Ja. Sie sind sicher. Danke, Batman. Ich dachte, sie wird mich umbringen. Oh oh, was kommt jetzt? Oh, das war, glaube ich, knapp. Die Stadt wurde überrannt. Wir haben keine Chance. Bleiben Sie hier. Jemand wird Sie abholen. Was machst du da? Die Chancen ausgleichen. Die Chancen ausgleichen? Sorge für Chancengleichheit, LB. Was bedeutet das jetzt? Yes! Das Batmobil! Was für eine Show-Einlage, ey. Sieht hammermäßig aus, ey. Oracle, ich muss das Militärfahrzeug verfolgen. Ein Streifenwagen hängt dran. Ich leite die Position weiter. Boah, schau das Ding an, ey. Ach, kacke, ey. Ruf deine Männer zurück, Tim. Oscar 56, hier ist Commissioner Gordon. Die Verfolgung wird abgeblasen, es ist zu gefährlich. Wow, ah, das haut auch weg, ey. Ein Panzer ist ein Dreck dagegen, ey. Die haben mit einer Panzerfaust auf uns geschossen. Wer zur Hölle sind die? 56, sofort zurückziehen, das ist ein Befehl. Überlass das Batman. 56 hat einen direkten Raketentreffer erlitten. Wir sind tot, Sir. Verdammt. Bitte, Batman, du musst sie aufhalten. Keine Sorge, Jin. Ziehen! Feuer! Treffer! Das Ziel nähert sich der Bank of Gotham! Feuer! Treffer! Oh, ich hab voll gerammt! Das Fahrzeug wäre erledigt. Ich muss den Fahrer ausquetschen und rausfinden, was er weiß. Der Fahrer? Hallo? Achso, da drüben ist er. Ach, der ist ja weit geflogen, ey. Wo ist Scarecrow? Fahr zur Hölle. Wo ist er? Ich hab dir nichts zu sagen, Batman. Rede! Oder ich werde dir alle Knochen brechen. Okay, okay.
Er arbeitet von einem Penthouse in Chinatown aus. Ich schwöre, mehr weiß ich nicht. Wenn du lügst, brech ich dir den anderen. Den anderen was? Ja, das Gift wohl. In reiner Form. Nicht kontaminiert. Oracle, sieh dir die gerade hochgeladene Analyse an. Klar. Ist es das, wonach es aussieht? Scarecrow's neues Toxin. Eine nicht kontaminierte Probe. Kein Scherz. Ich bereite eine chemische Analyse auf dem Bad-Computer vor. Was wirst du jetzt tun? Scarecrow hat in der Nähe einen Unterschlupf. Ich starte ihm einen Besuch ab. Hoffentlich ist das der Durchbruch, den wir brauchen. Ja, und das ist wohl auch Zeit, um diese Folge hier für das erste Mal zu beenden. Ich hoffe, ihr seid auch so neugierig, wie das hier weitergeht. Was wir hier noch alles mit Batman erleben werden. Kann ich da hochgehen? Ja, geht doch. So, und dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder bei Batman. Wo wir dann einen Besuch bei Scarecrow machen. Cool, wir können das Batman-Mobil jeden Moment jederzeit rufen. Das ist schon cool gemacht. Boah, schaut dieses Ding an, ey. Sieht das schon echt geil aus. Gasmasken helfen nicht, weil das Toxin zu stark ist. Ja, gut. Ja, gut, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ich voraussichtlich wird es jetzt jeden Tag eine Folge geben. Sofern es auch bei euch so gut ankommt wie bei mir. Bis dann. Tschüss.